Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Klein wird am Dienstag bei RTV Kompakt groß geschrieben. Kleine Kinder beim Babyempfang in Annaberg-Buchholz. Kleine Tiere im Zoo der Minis Aue. Und kleine Blumen im Schlosspark Schlettau. Außerdem blicken wir in den Veranstaltungstipps noch in eine kleine Ausstellung im Auer Stadtmuseum. Und damit willkommen zum täglichen Nachrichtenprogramm hier bei RTV. Die Erzgebirgsbahn erneuert in Markersbach die Gleise auf einer Länge von 1 Kilometer. Wie Unternehmenschef Lutz Mehlhorn am Montag vor Pressevertretern mitteilte, haben die Arbeiten an diesem Tag begonnen. Sie sollen bis zum 4. Mai und damit bis zum Saisonstart der Erzgebirgischen Aussichtsbahn abgeschlossen sein. Außerdem werden in Grünstädtel an einer Eisenbahnbrücke Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Bergkirche St. Marien nahe am Annaberger Markt gilt als einzige bergmännische Sonderkirche Sachsens. Das Glück auf der Bergleute am Fenster des Gotteshauses kündet davon. Glück auf hieß es am Montagnachmittag in der Kirche für junge Familien der Stadt. Oberbürgermeister Rolf Schmidt hatte zum traditionellen Babyempfang eingeladen. Diese Veranstaltung soll Kindern und Familien zeigen, dass sie in Annaberg-Buchholz hoch willkommen sind. Die Stadt Annaberg-Buchholz möchte Ihnen heute ein Geschenk für Ihr Kind überreichen. Unsere lebendigen Schätze bekommen den Schatzgeschenk, weshalb unsere Stadt vor über 500 Jahren gegründet worden ist. Das Silbertor mit dem Lebensbaum und den Geburtsinitialen soll euch immer daran erinnern, wo eure Wurzeln sind. Als Reverenz an die einstige Bergbau- und Silberstadt ist der Silbertaler für jedes Kind aus 999er Silber zu verstehen. Außerdem erhielten die Familien Blumengrüße von Stadträten, Kindersöckchen vom Mehrgenerationenhaus sowie vom Seniorenbeirat des Stadtrates und ein Plüschtier der Stadtwerke. Eingeladen waren diesmal die Babys, die im Zeitraum vom August 2018 bis Oktober 2018 geboren wurden. Am 29. April wird der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz Kinder mit ihren Eltern begrüßen, die im Zeitraum vom November 2018 bis Januar 2019 das Licht der Welt erblickten. In Thalheim ist ein Erweiterungsbau der Reha-Fachklinik Eubios eingeweiht worden. Die Klinik behandelt Kinder mit Sprach- und Sprechstörungen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus würdigte in einem Grußwort am Freitag die Einrichtung. Die Klinik helfe Kindern, ihren Weg ins Leben zu finden. Kraus, der dem Gesundheitsausschuss des Bundestages angehört, wörtlich: Es ist gut, dass nicht gewartet wird, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern dass frühzeitig mit der Therapie begonnen wird. Eine vom Landratsamt angekündigte und gestern bei RTV Kompakt gemeldete Vollsperrung im Burkhardsdorfer Ortsteil Eibenberg ab Mittwoch auf der Einsiedlerstraße ist nach neuesten Angaben verschoben worden. Zu gegebener Zeit soll gesondert über den neuen Baubeginn informiert werden. Die Polizei hat eine Zwischenbilanz der Aktion Blitz für Kids, wir haben berichtet, gezogen. In der ersten Woche wurden im Chemnitzer Direktionsbereich bei 32 Geschwindigkeitskontrollen insgesamt 1527 Fahrzeuge gemessen. Von 841 Fahrzeugen, die angehalten wurden, überschritten 233 Fahrzeugführer die jeweils zulässige Geschwindigkeit und erhielten von den beteiligten Grundschülern die gelbe Karte. Insgesamt 608 Mal konnten die Kinder die grüne Karte überreichen. In dieser Woche werden die Kontrollen fortgeführt. Die dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden jedoch mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet.
76.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Annaberg-Buchholz. Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Ein 59-jähriger Citroën-Fahrer war nach links vom Weg abgekommen und zunächst gegen 3 parkende Fahrzeuge gestoßen. In der Folge fuhr der Citroën rückwärts und kollidierte mit einem Einkaufswagenunterstand sowie 5 weiteren parkenden Autos. Der 59-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Seine 58-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Eine seit mehr als einem Jahr vermisste Frau aus Stolberg ist tot, das teilte die Polizei mit. Demnach wurde bei nochmaligen Suchmaßnahmen mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei in einem schwer zugänglichen Geländeteil zwischen der Autobahn A72 und der Auerstraße ein Leichnam durch die Einsatzkräfte aufgefunden. Nach erfolgter rechtsmedizinischer Untersuchung bestätigte sich nunmehr, dass es sich bei der Toten um die bis dato Vermisste handelt. Die Sonderfahrten des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde sind beliebt. Jetzt haben die Eisenbahner bekannt gegeben, dass ihre Fahrt zum Osterwandern am Peindelberg bei Neudeck in Tschechien ausverkauft ist. Karten gibt es noch für die VSE-Reise am 11. Mai. Dann dampft der Museumszug auf den Spuren des Weißen Goldes nach Selb in Bayern. Im Rahmen der 27. Schwarzenberger Eisenbahntage vom 30. Mai bis 2. Juni fährt am 1. Juni der Kinderexpress direkt aus dem Eisenbahnmuseum Schwarzenberg nach Waltersdorf, um dem dortigen Museumsbahnhof einen Besuch abzustatten. Weitere Infos im Internet unter vse-eisenbahnmuseum-schwarzenberg.de. Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sucht einen männlichen Kinderdarsteller zwischen 9 und 13 Jahren für eine große Rolle in der Musicalproduktion Die Schatzinsel auf der Freilichtbühne Greifensteine. Das Annaberger Theater führt am 13. April um 10 Uhr ein Casting durch. Die Nachwuchsdarsteller können sich unter 03733 1407180 oder intendanzbüro@winterstein-theater.de anmelden. Die Theaterproben beginnen bereits im April. Die Premiere wird am 18. August im Naturtheater Greifensteine in Ehrenfriedersdorf stattfinden. Die Interessenten sollten Musikalität, Lust zu spielen und ein bereits einstudiertes Gesangsstück mitbringen. Die milden Temperaturen der letzten Tage haben den Frühblühern im Schloss Schlettau einen Schub gegeben. Die Frühjahrsboten stehen in voller Blüte. Neben den Märzenbechern zeigen sich die Skilla, auch Blausternchen genannt, auf den Wiesen des Schlossparks. Jedes Jahr im Frühling lädt der Schlosspark daher besonders mit seinem wundervoll entspannten Ambiente zu einem Ausflug für die ganze Familie ein. Für alle Entdecker bietet das mittelalterliche Schloss mit seinem Herrenhaus die passende Alternative. Das Schloss ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Förderverein Schloss Schlettau organisiert dazu auch Schlossführungen durch die alten Gemäuer. Führungen sind auf Voranmeldung möglich. Aber Achtung, die kommenden Nächte werden nochmal sehr kalt und das ist ein großes Problem für alle, die bereits Pflanzen im Garten gesetzt haben oder bei denen die Obstbäume schon zu blühen beginnen. Es drohen Schäden durch Frost.
Hobbygärtner und Obstbauern sollten also geeignete Maßnahmen treffen, dass die jungen Triebe diese Frostnächte auch gut überstehen. Das kann zum Beispiel durch Abdecken geschehen. Allerdings sollten die Pflanzen tagsüber dann wieder an die frische Luft. Einige Winzer in Sachsen wollen sogar wieder Frostschutzfeuer entzünden, damit ihnen der Wein nicht abfriert. Da haben es die Tiere im Zoo der Minis in Aue recht gut. Da sorgen die Tierpfleger dafür, dass denen die kalten Nächte nichts anhaben können. Ungeachtet dessen, dass die Lebewesen natürlich auch was aushalten können. Manch ein kleines Tier hat ja dort sogar einen Paten, der zumindest herzliche Wärme spendet. Zahlreiche Tiere haben im Auer Zoo der Minis ihren Wohnort gefunden. Einige von ihnen werden von Sponsoren unterstützt. Andere Mitbewohner konnten sogar Prominente aus Funk und Fernsehen als Paten für sich gewinnen. Da hat zum Beispiel Radiomoderator Steffen Lukas die Patenschaft für einen Esel übernommen. Und auch Inka Bause, Schlagersängerin, Moderatorin und Schauspielerin, hat die Patenschaft für einen Zwergesel inne. Am 17. April wird wieder ein Tier, oder besser gesagt eine Tierart, aus dem Tiergarten in Aue von einem Prominenten besucht, der eine Patenschaft übernehmen möchte. Ja, wir sind ja auch so ein bisschen bekannt dafür, dass wir uns immer so ein paar Promis schnappen und wir sind sehr froh darüber, dass sie da eine Patenschaft übernehmen. Und jetzt hatte halt Dieter Maschine Wirr, vielen noch von den Pudis bekannt, am 18. März Geburtstag und da hatte der Fanclub von Maschine die Idee, ihm eine Patenschaft von uns zu schenken. Und wir haben dann erst so ein bisschen hin und her überlegt, was wir denn für ein Tier nehmen würden, haben dann auch mit seiner Frau gesprochen und die war halt der Meinung, es sollte ein nachtaktives Tier sein. Und wir hatten gerade ganz neu diese Kurzkopf-Kleidbeutler gekriegt und die sehen halt, wenn sie fliegen, auch so also klein richtig fliegen, können sie ja nicht so ein bisschen aus wie Drachen. Und haben gesagt, das passt wie eine Faust aufs Auge, die sind nachtaktiv und er hat ja dieses Lied gehabt, gib sie ihr und lass deinen Drachen steigen. Und die brummen auch so ein bisschen, wenn man so stört, also er hat ja auch so eine tiefe Stimme, also die waren dann ganz begeistert und da hat das eben dann von seinem Fanclub am Geburtstag geschenkt bekommen, die Patenschaft, und wurde doll begeistert und möchte natürlich sein Patentier jetzt auch mal kennenlernen. Also das ist eine öffentliche Veranstaltung und wir freuen uns natürlich über viele Besucher, aber sicherlich auch ein paar Autogrammkarten mitbringen. Das ist also am 17. April um 13 Uhr. Wer diesen Termin nicht verpassen möchte, sollte sich also den 17. April im Terminkalender anstreichen. Doch was sind das überhaupt für Tiere und welche Eigenschaften haben Kurzkopf-Gleitbeutler? Also eigentlich nennt er sich auch, wird er oftmals auch Schuppergleiter genannt. Wenn man das übersetzt, ist es ein Zuckersegelflugzeug. Das passt also nicht ganz so passend. Von, wenn man das mit einem Google oder so übersetzen lässt, ist das. Aber die sind halt, das sind so ziemlich die kleinsten Beuteltiere. Also die passen also von daher ganz gut in unser Konzept. Sind super süß, sind so eine Mischung aus Fledermaus und Hirnchen. Und ernähren sich halt sehr viel von süßen Obst und von so Säften. Und deswegen werden die eben auch Schuppergleiter genannt, also Zuckergleiter. Und sie sind eigentlich ganz süße Tiere. Sie haben halt einen Nachteil, dass sie nachtaktiv sind. Aber wir haben da halt das so ein bisschen gemacht, dass wir den Tag-Nacht-Rhythmus umgedreht haben. Die haben es also jetzt tagsüber relativ dunkel, sodass sie sich also auch da immer mal zeigen. Und da ist eigentlich, sind es wirklich interessante und schöne Tiere. Wir sind froh, dass wir sie endlich haben. Wir wollten sie schon ganz lange. Und mit dem Paten jetzt ist natürlich noch der I-Punkt. Also wer Dieter Birr, den ehemaligen Sänger der Pudis, bei seiner Mission Patenschaft erleben möchte, der sollte am 17. April 13 Uhr im Zoo der Minis sein. Und noch eins sei gesagt, natürlich können im Auer Zoo nicht alle Tiere von sich behaupten, dass sie einen Promi-Bonus haben, aber interessant sind sie alle. Und zum Schluss noch zwei Veranstaltungstipps. Wer vorausschauend plant, kann sich und seine Familie gut absichern. Dabei sollte man auf vermeintlich einfache Muster aus dem Internet verzichten. Welche Nachteile das Ankreuzen in Formularen hat und wie Sie sich rechtlich besser absichern können, erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger beim traditionellen Tag der offenen Tür, den Notarinnen und Notare in Sachsen in diesem Jahr am Mittwoch, dem 10. April von 15 bis 17:30 Uhr veranstalten. Welche Notarinnen und Notare daran teilnehmen, erfahren Sie auf der Internetseite der Notarkammer Sachsen unter www.notarkammer-sachsen.de oder telefonisch unter 0351 80 72 70.
Nicht nur Ostereier hat derzeit das Stadtmuseum Aue als Blickfang zu bieten. Drinnen setzt das Haus seine Reihe Kunst im Museum fort. Nach der Auer Malerin Gertrud Hofmann vor einem Jahr ist die jetzige Sonderausstellung dem Auer Ernst Hecker gewidmet. Geboren 1907, blieb der Maler und Grafiker Zeit seines Lebens seiner Heimatstadt treu. 1983 verstarb der Künstler in seiner Heimatstadt. Sein einstiges Atelier an der Bockauer Straße befindet sich gleich in unmittelbarer Nachbarschaft des Museums. Die ausgestellten Werke von Ernst Hecker sind vorwiegend aus dem Museumsbestand. Im Laufe der Ausstellung wurde die Schau durch 4 Leihgaben ergänzt, auf denen Zwerge zu sehen sind. Noch bis zum 26. Mai können sich die Besucher des Stadtmuseums auf die kleine Ernst Hecker Sonderschau freuen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 1,50 Euro, ermäßigt 50 Cent. Familienkarten sind für 2,10 Euro erhältlich. Neben der Sonderausstellung kann im Stadtmuseum eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte betrachtet werden. Zum Auer Stadtmuseum noch ein Nachtrag von mir. Jetzt am Donnerstag wird um 19 Uhr in den Knappschaftssaal des Museums an der Bergfreiheit zu einer Lesung aus dem Roman Kleine Stadt im Sturm von Dr. Siegfried Sieber eingeladen. In diesem Roman schildert Sieber auf amüsante und unterhaltsame Art und Weise die Revolutionszeit in Aue. Und das war RTV Kompakt am Dienstag. Am Mittwoch sind wir wieder für Sie da, zu den gewohnten Sendezeiten ab 20 Uhr zu jeder vollen geraden Stunde oder jederzeit mit zusätzlichen Informationen auf rtv.de und unserer Facebook-Seite. Ihnen wünschen wir jetzt einen schönen Abend und freuen uns auf morgen. Glück auf!